Ja, oh. Hallo, liebe Freunde, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge. Und ja, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir werden mal das ABI-Territorium uns ein bisschen anschauen. Das ist auch auf der Karte markiert und ich muss sagen, das sieht. Achso, wie genau. Das sieht eigentlich gut aus. Hier könnt ihr auch gleich mal sehen. Ne, der Name Paint Shot seht ihr ja, ne? Und ja. Ich fahre mit diesem Auto und ich bin cool, ja. So, ne, versteht ihr? So, gut. Wir wollen mal auf die Karte schauen, wo das ganze schöne Ding steht, ja. Am Pfirsichfeld fällt vorbei. Also wir haben eine längere Fahrt jetzt vor uns und mal schauen. Da ist es hier. Dort werden wir mal hinfahren. Und ich hoffe, wegen dem Schnee passiert nicht allzu viel. Ich hoffe es bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das wäre absolut doof. So, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt FPS-Einbrüche kriege, wenn ich aus Kavala rausfahre. Und das kann nämlich sehr gut sein. Und wir müssen ablenken, ja. Ich war das so. Einmal E klicken. Und schon fängt es an zu lecken. Kaum habe ich E geklickt, ja. Das finde ich doch kacke, oder? Ich werde kein E mehr klicken. Ach, Leute. Immer dieses komische Spiel mit den FPS-Dinger. Ich hasse es wie die Pest. Das war eigentlich einer der Gründe, warum ich kein Arma 3 mehr aufnehmen wollte, weil es auch mein Computer nicht so gelassen hat. Jetzt muss ich trotzdem noch es mit einem Laptop machen. Ne, und es blinkt noch immer. Und deshalb wollte ich eigentlich in dieser Hinsicht gar nicht mehr weiter mit Arma 3 aufnehmen. Aber weil ihr es wolltet, mache ich es trotzdem weiter. Und jetzt habt ihr schon wieder F. Es ist immer so. Immer ist das so. Ich hasse. Nein, ich. Sag ich das nicht so. Ne, und ist das komischerweise liegt das nicht am Internet. Es liegt es doch wirklich an diesem einen PC, der während des Transports, ja, jetzt kommt es, ne? Der PC, also ich habe erstmal eine E-Mail gekriegt, ja, dass dieser PC rausgegangen ist und all sowas. Und, ja, und dann kurz danach, ich glaube so einen Tag danach, und ich glaube, der wäre am dritten oder zweiten Tag angekommen, pünktlich zu Weihnachten, haben sie mir geschrieben, dass der Computer, irgendwie beim Transport Schaden genommen hat und achso, wir wollen mal an Jessica vorbeifahren, ne? Dass der Computer irgendwie Schaden genommen hat und dass sie den jetzt natürlich nicht verkaufen werden, sondern nochmal auswechseln lassen und deshalb dauert es ein bisschen länger und dass sie den in die Werkstatt packen und sowas. Sowas regt mich einfach tierisch auf, ne? Weil ich kann dann keine richtige Let's Plays mit euch machen und all sowas, ne? Versteht ihr? Hallo, Jessica! Oh, hallo. Es Und? ist ziemlich dunkel, ich sehe das ganz schlecht. Ja. Oh, das ist ja neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, da hast du noch ordentlich zu arbeiten, ne? Ja. Ja, viel Spaß noch, ne? Mein Kollege ist jetzt auch gerade weg und Ne. bin ich gerade allein vor. Ja, ich muss weiterfahren. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo. So, das war wieder mal Jessica, die ihr vielleicht in der ersten oder zweiten Folge auch gesehen habt. Ne? So, und ich würde sagen, wir machen Nachtlicht wieder aus. Und fahren einfach mal ganz besinnlich weiter. Wir haben 8,9 Kilometer vor uns. Lol. Was war das denn gerade? Lol. Was war das denn? Ey Leute, habt ihr es gerade gesehen? Ich bin gerade zurück teleportiert irgendwie komischerweise. Lol.
Ja, gut, ne, wollen wir mal trotzdem weiterfahren. Jetzt haben wir nicht mehr 8,9, sondern jetzt haben wir 9,3. Und wir haben ein FPS und S14 und S15, 12, 13, bla bla bla. Jetzt fahren wir wieder vorbei. Ich glaube, würden wir jetzt noch wieder anhalten und bei Jessica vorbeischauen, ich glaube, der wird sie verarschen fühlen. Leck doch nicht immer rum, du doofes Ding, ey. Das geht mir tierisch auf den Geist, immer tierisch. So, ich hoffe, wir werden einfach nicht mehr überfallen. Also diese Schneeflocken, die ziehen eben auch meine FPS halt etwas runter. Und das ist nicht so schön. Das finde ich immer ein bisschen komisch. So, fangen wir mal weiter. Mal Vorfahrt, ne? Ja, gut. Kupferhändler sind wir gerade vorbeigefahren, ne? Und ja. Und es gewittert. Es schneit und es gewittert. Passt ja sehr gut zusammen. Muss ich wirklich sagen. Also so ist das jetzt nicht, ne, aber es passt wirklich gut zusammen. Na, hier muss man nur aufpassen bei dieser Kurve. Denn ich habe auch schon früher mit dieser Kurve sehr viel negative Erfahrungen gemacht. Ja, Leute, was habt ihr denn so Weihnachten gemacht? Ne? Ich meine, das würde mich ja mal so ein bisschen interessieren, was ihr so gekriegt habt und was ihr so alles unternommen habt. Ob ihr mit euren Eltern zusammen wart und mit eurer Familie oder ob ihr eben in der Disco wart. Einige gehen ja auch feiern, ne? Und ob ihr da wart bei diesen Dings und all sowas. Oder auch vielleicht wart ihr im Urlaub oder vielleicht seid ihr noch im Urlaub und schaut mich gerade auf einer anderen Seite dieser Welt an oder vielleicht, keine Ahnung. Und vielleicht könntet ihr auch mal reinschreiben, was euer Highlight so war dieses Jahres. Ich meine, das Jahr ist auch bald zu Ende, ne? Wir haben jetzt nur noch, glaube ich, eine Woche oder so. Oder keine Ahnung. Und geht's weiter? Ja, ich wollte schon sagen. Und ja. So, dann fahren wir mal um die Kurve hier, ganz chillig hier. Ne, und ja, das würde mich mal interessieren. Schreib's doch mal bitte in die Kommentare rein. Ich meine, ich habe ja jetzt zu Weihnachten wollte ich ja eigentlich meinen Computer und meinen. Oh, das war geil. Das war ein sehr gutes Bild gerade. Zu Weihnachten wollte ich ja meinen Computer eigentlich mal haben, ne, und eben das Mikrofon, das habe ich ja. Und ich könnte jetzt auch zwar die Webcam anschalten, aber ich glaube, ich will euch das nicht antun. Ja. Ich, Mann, warum sind dann immer diese Einbrüche? Diese Einstürze, ich mag das nicht. Mann, das ist so scheiße. Es ist doch immer wieder das Gleiche mit diesen Dingen. Nee. Arma 3, bitte. Ich flehe dich an. So. Wir fahren einfach mal durch die durch ein bisschen durch Altes, ne? Ich kann so nachts nicht fahren, ich muss so fahren. Oh, ein Hase. Ich wollte schon ein Rentier sagen. Ich meine, eine Hase und ein Rentier, ne? Das hat schon so einen Unterschied, ne? So. Wollen wir ein bisschen weiterfahren hier, ne? So, das ist ja die wohl bekannte Todeskurve, ja?
Weil hier fahren entweder welche alle in die Berge, in diese rechts rein, oder hier werden auch meistens welche überfallen. Kann auch alles sein, immer. So. Nein! Noch gerade. Oh, Alter, dieser Blitz, ne? Den finde ich mal so toll. Martin Mettwurst fährt mit dem Quadbike. Könnte man auch wieder denken. Ne, und. Mann, seid mir aber nicht böse wegen jetzt, ne? Dass es ab und zu mal leckt. Aber. Ihr wollt es ja nicht anders haben, ne? Ich kann auch nichts dafür. Wegen diesen. Dass der Computer eben während des Transports kaputt gegangen ist. Und. Oh, wer kommt denn da gerade? Und. Ach, Medic, ich hätte es gerne anders gehabt. Und ja. Kann man nicht ändern. Ne? Sonst könnten wir jetzt auf 60 FPS spielen. Das wäre richtig geil gewesen, oder? Auf 60 FPS, na gut. Aber es bleibt ein Traum. Wahrscheinlich. Man sagt sowieso, dass Träume Schäume sind. Und. Trotz allem habe ich ein Ziel vor Augen. Und zwar will ich ja jetzt nach Dings vom ABI-Hauptbasis, ja. Ich frage mich, warum die gerade von der ABI, also der ABI ist ja ein Geheimdienst. Und da kannst du dich auch im Forum bewerben für und du kannst da eben auch für dich, also du kannst dich auch für andere Dinge bewerben, wie zum Beispiel Polizei und Medic und APAC. Und das ist alles möglich. Bloß, das muss nur gut gehen, ne? Also du musst eine gute Bewerbung schreiben. So, ich glaube, wir sind gleich mal da. Kann das sein? Ah, wir sind gerade im Dorf, sehr schön. Jetzt müsste ich auch irgendwann mal links abbiegen. Hier. Und ich würde mal sagen, wir fahren mal ganz genüsslich weiter. Oh, wir sind gleich da. Yeah, endlich. Geil. So. Das sah gerade ein bisschen komisch aus, wenn da einer stehen würde. So. Und hier lang und da lang und da lang und da lang und da. Und ja, so, diese Bäume, ne? Ey, diese Bäume, die finde ich sowas von komisch. Ab und zu mal, denn. Ach, meine Nase wieder. Denn manchmal sind die Bäume so komisch geschnitten, da könntest du denken, what the fuck, was ist denn da passiert? Einmal durch den Föhn gelaufen und wieder weg, oder was? So, mal gucken. Also dort oben ist sie. Die Basis, ne? Oh, ey, das war doch ein. Ey, das ist doch ein gutes Bild. Ich frag mich. Ey, das war doch, Mann, das war doch ein gutes Bild jetzt, ja, so. Vor allem ein bisschen mal wieder hochfahren hier, ne? Ui. Muss aber aufpassen, weil hier irgendwo liegt, glaube ich, garantiert da ist Stacheldraht. So, und da kommt die Meldung. Dieses ein Privatgelände, verlassen Sie es sofort, sonst wird das Feuer auf Sie eröffnet. Tja, wird auf uns das Feuer eröffnet, das werden wir mal sehen. Weiß ich nicht. Wenn ja, dann holla die Waldfee. Und ich würde schon sagen, steht eine. Schranke ist unten. Okay. So, ich bin mal gespannt, was es so alles gibt dort. Ich meine, ich war noch nicht drin. Ich habe nur mal gehört, man soll da unbedingt mal reingehen. Weil dort soll es ja angeblich ein ganzes Büro existieren.
Und da wollen wir mal reinschauen in das schöne Getümmel hier, ja. Einmal die Schranke aufmachen. Und dann wollen wir mal zu Fuß da reingehen. Mal gucken, wonach sich auf. So, guck mal, die Schneeflocken, die leuchten auch. Geil, oder? Das sind kleine Würmchen. So, und warum ist das Licht gerade ausgegangen? Ist das normal, dass das Licht ausgeht? Oder nicht? Ah, das Licht ist wieder an. Sehr schön. So, jetzt wollen wir mal einmal durchgehen. Tür wieder zu. Und das kann ich, ja. Alter, was haben die denn hier alles? Oh, das ist YouTube. Das. Und da hat mich gerade erschrocken fast. So. Gibt es hier was Schönes? Kann man das hier alles aufmachen? Ja. Hey, komm. Hallo. Na. So. Hier schönes Sonne. Oh! Yeah! Einfach was trinken. Ah. Oh, ein Snack. Geil. Haben sie auch was da drin? Ich sehe das nicht so richtig. Ja, ich glaube schon. Ja, Tür zu. Mal gucken, was sie hier schönes drin haben. Na, Tür. Na, hallo? Doofes Ding. So, mal gucken, was sie hier so schönes haben. Ach, die haben ja auch Überwachungskameras wieder drin. Können sich ja wahrscheinlich hinsetzen und schauen eben zu, ne? Was kann man hier was machen? Nee. Was haben sie? Oh, guten Rechner haben sie ja. Was haben sie von. Ich stehe eine Marke drauf? Nee. Mal gucken, kann man hier irgendwas einstellen? Bei der Tastatur oder so? Ja, gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal ein bisschen weiter hier um, ne? Helikopter? Ein Helikopter? Oh, kriegen wir jetzt Besuch oder? Oha. Das nenne ich mal interessant. Ach, da hinten ist der Helikopter. Wer ist denn das? Hallo, hallo, Helikopter? Nicht Lampe, Helikopter? Ich glaube, die ist noch immer farm, ne? Viele Grüße an Jessica, ne? Da nochmal. Man muss sich ja sich ein bisschen mit unterhalten. Geschichte. Einer Geschichte. So. Erstmal ein bisschen stricken. Oh Gott, tut das gut. Oh. So. Tja. Wenn man nicht anders kann, ne? Geheime Fahrzeuge. Oh, da kann ich meinen zweiten rausholen. Okay. Warum? Ach, Tankgröße. Kofferraumgröße hat der weniger? Willst du mich verarschen? Mohawk so, hat sowieso am besten. Ich glaube, der Mohawk hat. Und wie weit bist du schon?
fast am Ende meiner Reise. So. Ja, liebe Freunde, das soll es gewesen sein. Tut mir leid für die ganzen FPS-Einstürze, aber ich kann es leider nicht verhindern. Und ja, wir sehen uns und ja, tschüss.